Naomi Narinam. Jetzt werden Sie fragen, wer ist das? Ich sag's Ihnen. Es ist ein Mädchen und dieses Mädchen ist erst 14 Jahre alt und war aber bereits Zweite bei den amerikanischen Landesmeisterschaften. Aber für die Weltmeisterschaften ist sie sage und schreibe 5 Tage zu jung. Also muss sie noch ein Jahr warten. Aber hier kann sie schon starten. Deshalb Applaus für Naomi Narinam. Und sie könnte auch wieder so eine Eisprinzessin sein, die den Stoff liefert, aus dem die Träume sind und auch so mancher Hollywood-Film. Ihre Eltern wanderten vor 20 Jahren aus Südkorea nach Amerika aus. Der Großvater brachte sie bereits mit 4 Jahren aufs Eis. Inzwischen springt sie mit 14 Jahren bereits alles dreifach, abgesehen vom Axel. Und Naomi Narinam erinnert in ihrem Aussehen und auch im Laufstil stark an die mehrmalige amerikanische Meisterin Michelle Kwon. Versuch zum dreifachen Lutz. Ja, das scheint natürlich irritiert natürlich. Aber daran müssen sich die Läuferinnen gewöhnen, vor allen Dingen die aus Amerika, denn fast bei jeder Schaulaufveranstaltung müssen sie unter Spotlights laufen. Naomi Narinam, von ihr werden wir noch sicherlich viel hören. Und so langsam wird es dann auch für die 14-Jährige, die in Costa Mesa in Kalifornien bei John Nix trainiert, ernst. Im Februar nämlich stehen die amerikanischen Meisterschaften an, die in Cleveland, Ohio ausgetragen werden. Und das ist eines dieser bezaubernden Elemente, die nur sie kann. Und das sieht so leicht aus, aber das können Sie sich vorstellen. Vorne ist da eine Zacke und wenn man darauf kommt, dann bremst das. Und dann tut es ordentlich weh, also ein sehr schönes Element, mit dem sie bezaubert.